Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und herzlich willkommen zu Tomatenaussaat 2021. Ja, diese Saison, endlich ist es soweit, es geht los mit Tomaten. Wir haben heute Samstag, den 27.03. und hier seht ihr schon vor mir 50 verschiedene Tomatensorten aus allen möglichen Bereichen. Wir haben gelbe, grüne, rote, lange, große. Wir haben wirklich alle Tomatensorten dabei. Hier zum Beispiel eine neue Fleischtomatensorte, die Buffalo Sun. Dann die bewährte Tomate Ananas, die San Marzano, eine etwas längliche Roma-Tomate. Sicherlich auch bei vielen bekannt. Die Yellow Pear Shaped, auch bekannt als gelbe Birnchen, ist eine Cherry-Tomate, Wuchshöhe nicht ganz so groß mit 1,50 Meter. Dann die Tomate Pozzano, auch eine Salattomate, also Richtung Roma-Tomate. Dann haben wir die Tomate Gardenberry, eine meiner ersten Tomatensorten, die ich im Garten hatte. So ungefähr wie eine Cherry-Tomate, etwas länglicher gezogen. Ja, sehr schön fürs Auge ist dann die Tomate Tiger oder Tiger, rot-grün gestreift, sieht optisch wirklich sehr, sehr gut aus, kann sogar ins Freiland. Dann haben wir hier die Indigo Pear Drops, hatte ich letztes Jahr das erste Mal unter dem Tomatendach und dort sind sie ganz gut gewachsen. Hier die Cherry-Tomate Limetto, Wuchshöhe bis 2,5 Meter und da sitzt wirklich ordentlich Ertrag dran. Die nächste Fleischtomate der Sorte Matthias, 250 Gramm große Früchte. Und hier haben wir eine Tomate von Sperli und zwar die Mamande, auch eine Fleischtomate. Die nächste Salattomate und zwar die Rondino, etwas größer. Sehr beliebt auch bei vielen die Fantasia. Und die Ariel, das ist eine relativ neue Sorte. Die Früchte können an der Pflanze getrocknet werden. Das ist ein Riesenvorteil, dann könnt ihr die direkt super schön einlegen. Die Gormelito, das ist die Nachfolgersorte der Street Million. Und dann haben wir hier nochmal die Cherry Tomate Zuckertraube. Kennen sicherlich auch viele von euch. Hurma, Blue Ananas und die Sunrise Bumblebee, das sind unter anderem Sorten der Nadja, die Eiffeltomate, vielen Dank und auch an Davis ein großes Dankeschön für die Michael Pollen und die Blush Tiger. Ja, von Thomas, dem Tomatenflüsterer, da habe ich die Maghrebi Indigo Cherry Drops, die Reinhards Chocolate Heart bekommen. Das sind überwiegend Sorten fürs Freiland, genau wie die George Delicatesse Italian Red, Ripper Snapper und die Ivory Egg, genauso wie die Amethyst Cream Cherry. Ja, sehr schwierige Sortennamen, aber dementsprechend auch sehr, sehr schöne Tomatensorten. Ja, und bevor wir uns jetzt nur mit den Tomatensorten hier beschäftigen, geht's weiter in der Anzucht. Worin sähe ich aus? Zum einen erstmal in Multitopfplatten, das sind 60er Platten. Das reicht erstmal, dass die, wenn die nach dem Keim, ja ungefähr 2-3 Wochen da noch drin bleiben. So lange sollte die Größe auf jeden Fall ausreichen. Beschriften machen wir immer noch mit Eisstielen, hat sich bei uns einfach bewährt. Wenn wir nur wenige der Sorte haben, dann schreiben wir mal den Namen drauf und ansonsten eine Nummer und die Nummer notieren wir uns auf dem extra Blatt. Ja, aussäen immer noch in der Bio-Erde von Floragard und zwar die aromatisch, vegan, torfrei und nachhaltig. Ich finde die Erde immer noch super, die ist schonend aufgedüngt, sehr wichtig für das Saatgut. Ja, und Perlite immer noch ein Vulkangestein und kein Styropor. Die Erde hat sich bei mir im Garten und auch am Anfang dieser Saison schon mehr als bewährt. Manche fragen, was mache ich mit der Erde, wenn dann nur Pflanzen kurz drin pikiert werden? Dann bewahre ich die in einem extra Behältnis auf und mache vielleicht noch eine zweite oder dritte Aussaat. Allerdings nur bei zum Beispiel Tomaten, wenn danach Kohl reinkommt, damit man auch wirklich den Unterschied erkennt, falls nochmal altes Saatgut aufgeht. Jetzt kommen wir zu der Tomatenaussaat an sich. Eisstiele rein mit dem Sortennamen. Das sind jetzt hier zwei Platten für uns. Eine mit Freilandsorten und eine Platte, die haben wir mit Gewächshaus- und Folientunnelsorten vollgemacht. Immer so von 3 bis 6 Pflanzen je Sorte. Dort kommt jetzt das Samenkorn rein. Wir haben die Erde schon ein bisschen runtergedrückt. Dann kommt das Samenkorn da drauf. Mit dem Eisstiel ziehen wir das Samenkorn nochmal in die Mitte, sodass es sehr mittig liegt. Das ist wichtig für die Keimung. Und dann drücken wir alle Samenkörner gleichmäßig runter, denn eine gleichmäßige Keimung ist super wichtig, gerade wenn man dann ans Pikieren geht, damit die Tomaten ziemlich alle gleich lang sind. Ja, hier nochmal der Blick von oben. Einer beschriftet, einer sät aus, einer filmt. Das war eine super Arbeitsteilung. Natürlich nur, weil ich gefilmt habe und die anderen gearbeitet haben. Ne, ich hoffe, ihr versteht den Humor Tomatenaussaat.
eigentlich richtig einfach. Einfach eine Multitopfplatte beschriften, Samenkorn rein, das Ganze dann natürlich noch andrücken, angießen, wie eigentlich bei jeder Aussaat. Viele verschiedene Sorten haben wir heute ausgesät, insgesamt 50 Stück. Wir haben Sorten für uns vorgezogen, aber auch für den Jungpflanzenverkauf für den guten Zweck. Ankündigung schon mal findet dies ja am 2. Mai statt. Wie, das müssen wir dann noch genau schauen aufgrund der aktuellen Regeln. Ja, sehr viel haben wir aber schon dafür vorgezogen. 5 verschiedene Rubriken: Cherry-Tomate, Cocktail-Tomate, Fleischtomate, gelbe Tomaten und ich weiß es nicht mehr, eine Sorte hatten wir noch. Und diese Tomaten könnt ihr dann unter anderem beim Jungpflanzenverkauf ergattern. Wir haben aber natürlich noch viele Sachen mehr. Ja, jetzt zum Schluss, da kommen die Platten auf den Tisch unter das Profi-LED-Licht. Dort habe ich mittlerweile aber sehr wenig Platz. Deswegen werden wir dort die ersten Sachen bald mit in den Folientunnel nehmen müssen. Wenn es dann nochmal kalt wird, dann holen wir die auf jeden Fall nochmal zurück. Aber das war's von der Tomatenaussaat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis demnächst und ciao!